Mit der Wiedervereinigung 1990 war die Oder-Neiße-Linie zur neuen Ostgrenze der Bundesrepublik geworden. Dort verlief noch immer der Eiserne Vorhang. Polen durften ihn nur mit Visum passieren. Umgekehrt hatten die ehemaligen DDR-Bürger freien Zutritt nach Polen. Und schon gab es Menschen, die schon wieder eine Mauer im Kopf hatten. Abenddämmerung an einer Staatsgrenze. Siebter Tag der deutschen Einheit an der Oder-Neiße-Linie. Die Ostdeutschen haben ein neues Brudervolk, die Westdeutschen. Die vom Sozialismus verordnete lebenslange Aussöhnung mit den Polen ist wichtigeren Anliegen gewichen. Die neuen deutschen Kapitalisten sind misstrauisch gegenüber osteuropäischen Habenichtsen. Auf der Mitte der Brücke beginnt seit dem 3. Oktober die Bundesrepublik. Polen sind nur noch mit gültigem Visum willkommen. Die Oder ist die Ostgrenze eines neuen Deutschlands. Von hier aus gesehen liegt Frankfurt rechts, links Slubice. Das rechte Ufer ist Mitglied der Europäischen Gemeinschaft. Nicht jeder darf Einsicht ins neue Wunderland nehmen. Die 14-jährige Heike und ihre 12-jährige Freundin Andrea sehen ihre polnischen Freunde fast nur noch aus der Ferne. Auf die Brücke dürfen sie nicht, sie haben noch keine Ausweise. Die haben überhaupt keine Freiheiten mehr. Die sind dann eben total eingeschlossen da drüben in dem Land. Naja, und wir können dann eben auch nicht mehr rüber. Kannst du denn rüber noch? Ja. Und du nicht? Nein. Warum? Also, hier kriegt man zuerst ab 14 einen Ausweis und ein Visum muss man auch haben. Und deswegen kommt ihr gar nicht rein. Wie macht ihr das jetzt? Wie trefft ihr euch noch mit euren Freunden von drüben? Naja, sie kann ja nur Polnisch und verabreden wir uns immer. Und naja, die werden aber trotzdem immer weggeschreicht und das ist dann total blöd dann. Na, wir stehen hier unten, die stehen da oben, naja, und dann erzählen wir. Alte Freundschaften im neuen Europa. Nicht alle Frankfurter vermissen die Polen. Im örtlichen Fußballstadion findet man ausgesprochene Fans der westdeutschen Ausländerpolitik. Hooligans! 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 Hey, wer hat denn das Essen auf der oben? Wer hat denn das Essen auf der oben? Hey, wer hat denn das Essen auf der oben? Deutschland und BRD-Power über alles. Die Neonazis an der Oder dürfen den polnischen Feind endlich offen bekämpfen. Man folgt den alten Traditionen. Dann musst du ein bisschen zur Seite, weil sonst erkennt man nicht. Ey, damit da jetzt deine Ordner. Ist doch mir egal. Zeig sie. Pass auf, hier in Frankfurt organisiert sich eine Bürgerwehr. Jugendliche, ältere Leute, wisst ihr, gegen die Polen. Weil die unsere Frauen. Unsere Arbeitsplätze sicher wollen, alle. Die klauen uns die Arbeitsplätze hier. Wohnraum. Gucken Sie mal an, hier stehen 750 Wohnungen frei. Was haben Sie gesagt? Für die Leute, die aus dem Knast kommen, stehen die Wohnungen frei, ja? Ein normaler Bürger, der hingeht, der eine Wohnung braucht, kriegt keine Wohnung. Keine Wohnung kriegt der normale Bürger. Keine Wohnung. Was passiert, wenn ihr hier auf Polen trefft in Frankfurt? Krawalle. Schlägerei. Ja. Alles, die sollen sich verpfeifen, sollen rübergehen. Das ist doch scheiße, so ein Teil. Was soll denn so ein Mist hier? Ich bin doch nicht mehr, Mann. Was ist denn denn dort? Das ist ja voll der Backe, ist Ruhe hier. Unser Interview ist von anderen Deutschen mitgehört worden. Nach einem erregten Wortwechsel beginnt eine Schlägerei zwischen Polenfreunden und Polenfeinden. Am Donnerstag der vergangenen Woche erlebte die deutsch-polnische Grenze eine Premiere. Polen demonstrieren gegen ihre neuen, alten Nachbarn. Der Bürgermeister von Slubice hat eine Einladung aus Frankfurt abgeschlagen. Zum Konzert Europa ohne Grenzen sollte er nur 16 Landsleute mitbringen dürfen. In der Oberschule von Slubice wird die Demonstration vorbereitet im Deutschunterricht. Früher ging die Klasse oft gemeinsam in die DDR. Also das Thema könnt ihr euch in eure Hefte einschreiben. Warum dürfen wir Polen die Grenze in die ehemalige DDR nicht passieren? Heute brauchen die 15-Jährigen ihr Deutsch immer häufiger, um Schimpfwörter zu verstehen. Ja, die ist so, na ja, kann ich das jetzt erklären. Was sagen Sie noch?
was ja die polnische Schweine, polnische Schweine, Polacken. Die sagen nicht Polen, die sagen die Polacken. Ich gehe in die Polakei, nicht nach Polen, aber nicht alle natürlich, aber ich habe es sehr oft gehört. 100 Schülerinnen und Schüler wollen für eine Stunde den Verkehr auf der Brücke blockieren und versuchen ohne Visum in die neue Bundesrepublik zu kommen. Aber die alten Grenzer in den neuen Uniformen haben schnell gelernt. Wir müssen davon ausgehen, dass es hier eine deutsche Außengrenze ist. Yeah, yeah. Und es herrscht hier bundesdeutsches Recht. Und ich sage das mal so, dass in vielen Fragen ist das eben ganz konkret festgeschrieben und da gibt es keine Kompromisse. Ich hindere niemanden, wer den Grenzübertritt vollziehen kann. Nach den gesetzlichen Bestimmungen kann den Grenzübertritt vollziehen. Wer das nicht kann, den müssen wir zurückweisen.